Damit herzlich willkommen zum nächsten Spiel. Wie immer mit Borussia Dortmund am Start, oder was ist wie immer, seit neuestem eigentlich. Wir haben die erste Niederlage in der Saison jetzt kassiert, im fünften Spiel. Ist nicht gut, wir hätten das absolut gewinnen müssen. Gamebreaker wie Ruklo kam hinzu. Auch Fehler meinerseits dann. Und dadurch haben wir das leider noch verloren. Heißt umso mehr, jetzt Punkte holen. Ganz, ganz wichtig, 3 Punkte. Also nicht gegen Abstieg, gut auch dagegen, aber wir haben schon 10 Punkte. Davon gehe ich jetzt momentan nicht so wirklich aus, sondern Ligapokal ist auf jeden Fall drin momentan. Wir spielen überraschend gut. Und warum kriege ich Real als Gegner? Gut, wenn der so weiterspielt, dann nehme ich ihn gerne als Gegner. Was zum alles in der Welt war das? New York, gut. Marco Reus. Piszczek. Pierre-Emerick Aubameyang. Komm, greif an, Aubameyang. Gib ein bisschen Druck. And the opponents come in strongly. Dankeschön. Das Spiel ist ja nicht so dolle. Ich hoffe mal, dass es so bleibt. Ne? Den hat er zwar gesehen. Leider hat er auch den Ball. Okay, ich wollte schon sagen, aber er hat nicht den Ball. Ich müsste mich leider korrigieren. Okay, komm. Setz dich durch, Junge. Schade. Aber mehr. Mach mal wieder ein bisschen Druck hier. Lass mal sehen, was er macht. Ein bisschen her spielen. Was ist das für eine Art von Fußball, die der da spielt? In der Verteidigung steht er ganz gut. Mit dem Sturm. Was spielen wir da zusammen? Eieiei, der hat doch Glück gehabt. Dass der Pass nicht gescheit ankam bei mir, der erste. Sonst wäre ich da durch gewesen. Wie gesagt, in der Verteidigung macht das insgesamt ganz gut bisher. Nur nach vorne. Dann scheint mir das unheimlich dämlich. Also, was soll denn der Blödsinn? Habe ich selten gesehen. Schon wieder hat er Glück. Alter, dann faul. Genau. Gib mir den Freistoß. Schade. Und da liegt einer am Boden. Ich ist kein Verteidiger von da. Verhältnismäßig irrelevant. Er wird wieder aufstehen. Was soll dieses Getrickse? Ganz ehrlich, was soll das werden? Denkt ihr auch nur ansatzweise, dass mich das beeindruckt, oder was? Das ist das Leichteste, was es zu verteidigen gibt. Jetzt bin ich durch. Jetzt hat er ein Problem. Weil ich ihn jetzt mache. Ha! Ich mache ihn nicht. Gott, oh Gott. Unfassbar. Der wird übel. Die Frage stelle ich mir auch. Wie um alles in der Welt konnte er den verfehlen? Da musste ich ein bisschen aufpassen. Ja, immer noch. Oh oh, ist ein Problem. Der wird den super annehmen. Puh. Und das ist Ronaldo. Und das ist das Problem. Und deswegen darf eigentlich Real Madrid nicht gegen Dortmund spielen. Da hackt's bei denen doch. Oh oh. Oh, komm, Junge. Komm, Junge. Oh, in der Mitte.
Solange es nicht Ronaldo ist, ist alles eigentlich kein Problem. Naja, alles nicht, aber vieles. Pierre-Emerick Aubameyang. Reus. Sehr schön. It's looking good, this move. Vergiss halt den Ball nicht, Junge. Reus vergisst den Ball während dem Lauf, während dem Sprint. Der wäre so frei. Peace-check. So, mach was richtig. Genau so will ich das sehen. Dankeschön. Mitten in die Arme von Casillas. Den kann er gar nicht halten. Das geht nicht. Ja, ein blinder Torhüter hätte ihn gehalten. Und den hält Weidenfeller hoffentlich. Komm weg mit. Aber Weidenfeller hat gehalten. Nicht festgehalten, aber gehalten. Peace check. Marco Reus. Gundogan. Gut gespielt. Gut durchgesteckt. Gottes Willen, Aubameyang. Ja, ich habe einfach zu viele Chancen und zu wenig Tore dafür. Viel zu wenig. Beim besten Willen, ey. Dass ich vom Tor alles vergeige. Ich glaube nicht, dass er reingeht. Ach, das spiele ich mal stark durch. Da holt er sich immer wieder gut den Ball. Das macht er echt stark. Bisschen festhalten. Oh. Oh. Oh, mein lieber Herr Gesangsverein. Das muss eigentlich rot gehen. Ich glaube, er wird eher nur gelb zeigen. Das ist rot. Da kriegt schon mal ein Spieler um, der meilenweit von jedem Ball entfernt ist, weil schon abgepfiffen war. Werfen mitten rein und zwar weit. Direkt zu Casillas. Hat aber wieder ein bisschen was zu tun. Und der Gegner pausiert erstmal. Schauen wir mal. Alle noch relativ fit. Ja, Leute, Koske haben wir noch dabei. Kann ich theoretisch einwechseln, aber momentan passt alles. Bin ganz zufrieden. Es darf gerne weitergehen. Pause, warten wir auf Gegner. Lalala. Der haut uns aus. Ich hoffe mit Absicht, damit er wechseln kann. Sonst war es verhältnismäßig echt bitter. Ach, das war auch bitter. Aubameyang schafft's nicht. Da oben haben wir nochmal einen. Und jetzt... Ich schaffe es wieder nicht. Komm! Alter! Alles war gut gehalten. Auch gut geschossen. Da mache ich mir keine großen Vorwürfe. Aber vieles andere. Darf so nicht laufen, wie es passiert. Dankeschön. Dann ebenso. Schon lange keinen Rückballtor mehr gemacht, ne? Wurde mal Zeit. Schön. Dann eben so. Das wird ihn, denke ich, etwas unter Druck aussetzen. Er wird jetzt kommen müssen. Ein Schuss bisher nur so. Okay. Ich bleib mal so, wie ich bisher gespielt habe. Von der Idee her. Nicht defensiver, nicht offensiver. Schade. Hat er bisher nicht ganz gut auch geklappt, alles. Naja, bis aufs Tor schießen. Marcel Schmelzer. Gundogan. Ah, mach endlich den Pass, ich drück's zum 10. Mal. 9 Mal ist er gut durchgekommen, da wurde gefoult. Schmelzer, ne, Aubameyang. Danke jetzt, Dankeschön.
Aubameyang. Oh, schade. Ich muss es echt nur landen mit Ober. Da habe ich Glück gehabt. Hat so schief gehen können. Ah, oh Mann, ich muss mal ein Tor machen. Ein zweites. Jetzt aus dem Spiel aber was hier. Von mir aus auch noch ein Eckball. Tor. Aber den muss ich jetzt machen. Also mit dem 1-0 bin ich momentan echt nicht zufrieden. Ist einfach zu wenig. Wenn der einen schießt, dann ist er voll wieder da. Das darf nicht passieren. Das ist schon im letzten Spiel passiert. Nochmal muss ich das miterleben. Oh Gott. Ja, er ist drin. Seht ihr? Das ist das Problem. Sonst würde ich jetzt 2-1 führen, hätte ich eins noch gemacht. Oder 3-1 oder 4-1, das wäre alles locker möglich. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Du hast Ronaldo und machst einmal zack und durch. Und das ist das ganz große Problem, Andrea. Ansonsten sind die gar nicht so stark, finde ich. Aber Ronaldo, boah, schwer aufzuhalten. Ganz, 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 ganz schwer. Ganz zufrieden mit. Hey, war knapp. Komm schon. Sehr gut. Damit kommt klar. Nö, der Ball nehme ich nicht. Nehme ich nicht. Nicht gut. Oh oh. Kann er turn away from the challenge here? Er muss einfach genau das öfter machen, was er gerade gemacht hat. So Complete Runs mit Ronaldo. Alter, das ist jetzt zu häufig. Das wird ein Tor. Das war klar. Das war so häufig, dass er jetzt gerade durchgekommen ist. Da siehst du schon, dass ein Tor fällt. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss vom Tor, also irgendwie. Ich schieße die Tore davon, oder nicht? Kann nicht wahr sein. Alter, ja, okay, von mir aus. Good strong tackle. Es geht mir auch gar nicht darum, die Chance zu Ende zu spielen. Das mache ich ja meistens. Es geht darum, die 100%ige Chance am Ende zu nutzen. Und das mache ich nicht gut. Das mache ich gar nicht. Komm, der Pass muss endlich sitzen. Das muss schneller gehen. Das muss viel, viel schneller gehen, weil ich es auch viel, viel früher drücke, weil ich es auch viel, viel früher sehe. Das heißt, ich werde noch sicherlich Minimum 1-2 große Chancen bekommen in dem Spiel. Den muss ich dann nochmal machen. Oh Gott. Oh Scheiße, komm schon, beiden Fäller. Oh, wie viel Dusel! Da dreht sich raus, der Ball. Komm, Aubameyang. Ach, schade. Oh. Ah, ihr verarscht mich doch. Dranbleiben. Nee. Ja. Wenn überhaupt. Also ich fand, da war überhaupt nichts, aber wenn ein Freischuss, dann für mich. Hummels. Scheiße, das war jetzt ein Fehler von mir und zwar ein richtig großer. Gott sei Dank nicht gut genutzt.
Scheiße, Junge, Aubameyang, du musst da rumgehen. Krise. Ich darf dann jetzt das zweite Spiel in Folge verlieren. Dann wird's nichts mehr mit dem Pokal. Oder mit dem, ja, mit dem Pokal, Ligatitel halt. Und dann muss ich auch wieder aufpassen, dass ich nicht absteige. Das, also, ich meine, bitte, egal, zwei Spiele in Folge wieder verlieren. Und zwar auf die Art und Weise. Es sind ja keine Supergegner. Kampel lasse ich drin. Das spielt mir zu gut. Kagawa spielt mir einfach nicht gut genug. Dem spielt so die Spritzigkeit. Dem spielt. Dem fehlt so die Spritzigkeit. Ja, und dann, boah, grauenhaft. Und das war, glaube ich, auch wieder Kagawa. Und jetzt nach ganz oben. Ich spiele den mal durch. Can they draw level here? With 5 minutes left. 5 Minuten nur noch. Ach, hey. Ach, komm, hör doch auf, Alter. With so little between these two teams who produce such an excellent contest. Die zweite Halbzeit fand ich nicht so exzellent. Die zweite Halbzeit fand ich gar nichts exzellent. Da habe ich 2 Tore kassiert. Aus dem eigentlichen Nichts. That's a shame, because he is tired. He's getting on the ball, but it's a big effort from him. Look at the skill there. Well, that is the type of skill that can win football matches. Komm schon, Weidenfeller. Komm, Gas geben. 3 Minuten extra nur. Ist zu wenig. Okay, ich muss jetzt einen gescheiten Angriff hinkriegen. Komm. Ganz unten. Ich krieg kein Ding rein. Wirklich nicht. Ich krieg die Tore nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, was los ist. Oh, grauenhaft. Oh nein. Komm schon. Ich könnte kotzen, Alter. Ich könnte echt kotzen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich spiele wie Stuttgart in der Liga. Das ist deprimierend. Wir sehen uns trotzdem in der nächsten Folge. Eine nehme ich jetzt noch auf. Dann sitze ich im nächsten. Nein, übernächsten Tag. Vielleicht am nächsten. Ich weiß nicht genau. Also dann, bis dahin und ciao.